Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Zumogos der leichten Kategorie, die dritte Folge heute. Ich habe das Brett mal mit Problemchen vollgepackt und jeweils ist Weiß am Zug und soll leben. Aber die Probleme an sich sind eigentlich wirklich diesmal leichter als letztes Mal, denke ich. Um es dann doch wieder etwas interessanter zu machen, habe ich ein Problem da reingemischt, was eben keine Lösung hat. Also nicht verzweifeln, aber gebt mir euer Bestes. Dann ja, guckt euch die Probleme in Ruhe an, pausiert und ich mache dann jetzt mal mit der Lösung weiter. Wie üblich fange ich links oben an und hier sieht man, ein Auge ist schon da, fehlt nur noch das zweite. Das sollte irgendwie in dem Bereich hier natürlich entstehen. Wenn Weiß hier spielt, dann ja, gibt Schwarz natürlich Atari, das andere funktioniert gar nicht. Und wenn Weiß deckt, dann kann Schwarz hier spielen und die Gruppe ja, verbleibt bei einem Auge, ist also tot. Weiß kann hier natürlich jetzt ein Ko spielen, was schon mal besser ist, als einfach so zu sterben. Aber das ist nicht die richtige Lösung. Demzufolge ist Weiß 1 nicht die richtige Lösung. Was passiert, wenn er hier spielt? Dann kann Schwarz natürlich nicht oder sollte nicht da spielen, weil Weiß dann einfach lebt. Und dann Schwarz spielt dann eben hier selber auf 2. Und wenn Weiß hier fängt, dann ist das halt ja, kein echtes Auge und die Gruppe ist tot. Wenn Weiß was anderes versucht, wie zum Beispiel hier, dann ja, sieht schon etwas trickreicher aus, aber letztendlich kommt es aufs Gleiche raus. Das ist kein echtes Auge und das hier ist auch kein echtes Auge. Die Gruppe also nach wie vor tot. Dann bleibt ja eigentlich nur noch dieser hier und das ist auch die richtige Lösung. Das ist das Auge, das erste. Und hier sollte das zweite entstehen, weil Schwarz ja nicht hier spielen kann, um das unecht zu machen. Also da wird er ja gefangen. Wenn er hier spielt, muss man halt decken und dann hat die Gruppe zwei Augen. Ja, das war die Lösung vom ersten Problem und wenn man die gefunden hat, ist das zweite eigentlich auch relativ einfach. Klar, sowas hier funktioniert halt nicht, weil dann schon das erste Auge hier zusammengedrückt wird. Und wenn man dann aber hier das zweite macht, naja, reicht halt nicht, weil man braucht zwei Augen zum Leben. Wenn da irgendwie sowas spielt, dann ja, gibt das hier keine weiteren echten Augen. Das ist ein unechtes Auge. Schwarz kann einfach irgendwie nachgeben. Hauptsache, das fehlt kein Auge mehr da. Und die Gruppe kommt nicht raus und hier ist es halt auch kein echtes Auge. Und die Gruppe wäre tot. Also spielen wir hier, wonach Schwarz nicht mehr hier weit genug reinkommt, um das Auge auf K19 unecht zu machen. Denn hier auf J18, wo man jetzt einen Stein gerne hätte als Schwarzer, um beide Augen unecht zu machen, kann man halt selber nicht spielen, weil es geschlagen wird. Und wenn man das erst nur androht, dann deckt Weiß natürlich und hat hier zwei Augen und lebt. Ja, das dritte Problem hier ist eigentlich relativ ähnlich wie das links aufgebaut. Und da war ja einmal das Problem, dass diese Sache hier zu keinem Auge führt. Dann sieht man vielleicht wirklich jetzt die Ähnlichkeit. Hier ist es aber erstmal schon eigentlich eins länger. Versuchen wir es gleich mal zu lösen hier. Wenn man so spielt, dann schneidet Schwarz da und Weiß kann zwar schlagen, aber Schwarz spielt wieder rein und das wird kein echtes Auge mehr. Und wenn man hier spielt, dann spielt Schwarz einfach da und hat die Steine angebunden und man kriegt überhaupt kein Auge, nicht mal ein unechtes. Man müsste also dann versuchen, so zu spielen. Wenn Schwarz dann anbindet, dann kann Weiß vielleicht Atari geben, aber dann deckt Schwarz einfach. Und man bleibt halt bei dem einen Auge. Aber wenn Weiß etwas pfiffiger an die Sache rangeht, dann wirft er einmal ein. Und Schwarz schlägt. Weiß kann dann hier Atari geben, weil er hier eine Freiheit hat. Also das ist auch noch ein Unterschied zu dem Problem hier. Ohne die Freiheit ginge dieses Atari natürlich nicht und die Gruppe wäre auch nicht zu retten. Ja, jetzt kann Schwarz eben nicht hier decken, weil Weiß dann hier schneidet und die sechs Steine jetzt sogar fängt. Und wenn er erst hier hinten abdeckt, schlägt Weiß, Schwarz schlägt zurück
Und Weiß kann dann aber hier spielen und hat schon hier zwei Augen. Also das, ob er hier noch ein Go gewinnt, ist eigentlich dann irrelevant. Die Gruppe lebt halt einfach so durch ja, das Fangen dieser zwei Steine. Selbst wenn Schwarz eben hier spielen würde, dann sind es natürlich drei. Aber die Hauptsache ist, dass hier eben das zweite Auge entsteht. Was nur geht dank dieser Freiheit hier. Das ist sehr wichtig. Ja, dann kommen wir mal. Also bis jetzt waren ja alle drei zu lösen. Und auch bei diesen beiden unteren Problemen sollte Weiß versuchen zu leben. Und wenn man jetzt da eins auswählen würde, dann ja, wäre eigentlich schon klar, dass es dieses sein muss, wo er leben kann und dieses, wo er nicht leben kann, weil hier eine Freiheit weggenommen ist, die hier existiert. Wo die wichtig ist, sehen wir uns dann gleich mal an. Erstmal hier die falschen Ideen. Wenn Weiß hier spielt, dann ja, spielt Schwarz hier. Weiß kann dann entweder hier spielen, dann spielt Schwarz hier und das ist ja eine tote Innenform. Auch wenn Weiß hier spielt, spielt Schwarz da und ja, die Gruppe ist auch tot, weil sich kein zweites Auge mehr finden lässt. Andere Ideen, sowas hier funktioniert auch nicht. Sowas hier, ja, funktioniert im Prinzip genauso wenig. Also bleibt nur dieser Punkt hier übrig. Und jetzt, ja, wenn Schwarz hier spielt, dann kann er jetzt nicht auf O1 spielen, um dieses Auge unecht zu machen. Und solange Weiß da aufpasst und da auch dann wirklich deckt, hat die Gruppe zwei Augen. Wenn Schwarz hier spielt, direkt, dann ja, fängt Weiß den einen Stein und deckt einfach das Go hier, sodass es eben kein Go ist und die Gruppe hat zwei Augen. Auch das lebt. Und das hier sieht ein bisschen trickreicher aus, aber letztlich ja, kann man den Stein einfach abschneiden und auch dann lebt die Gruppe. Dann ist das Auge halt hier. Ja, der einzig trickreiche Zug ist dann vielleicht der hier. Wenn Weiß jetzt hier spielt, kann Schwarz da natürlich spielen. Wenn Weiß hier spielt, kommt das Gleiche. Und das hier ist halt kein echtes Auge. Aber Weiß kann jetzt eben hier spielen und ja, so wird der Stein abgeschnitten. Und so deckt man halt einfach unter zwei Augen. Und die Sache mit dem Stein abschneiden ist dann auch schon der Grund, warum dieses Problem keine Lösung hat. Denn ohne die Freiheit hier kann man da natürlich nicht reinschneiden. Also hier ist ja sonst alles gleich, gilt dann auch für alle Varianten. Wenn Weiß hier spielt, kann man jetzt zum Beispiel so auch nicht töten. Jetzt ist das zwar Atari und Weiß kann nicht hier spielen, aber jetzt kann man den einen Stein hier nicht mehr anbinden. Ja, also da würde dann mit zwei anderen gefangen. Und wenn man hier spielt, dann hat die Gruppe eben zwei Augen. Aber zum Glück geht ja jetzt dieser Zug hier. Weil wenn man hier spielt, kann man da reinspielen und das geht jetzt nicht wegen Freiheitenmangel. Ja, und das geht nicht, weil Schwarz dann einfach deckt und Weiß nur ein Auge hat. Ja, das waren jetzt diesmal sogar fünf Probleme im Schnelldurchlauf. Ich denke, die Probleme waren diesmal relativ einfach, aber ja, hoffentlich ein schönes Thema, was dann auch ab und zu mal vorkommt. Also immer dieser Diagonalzug hier. Ja, gucken, dass man vielleicht drei Steine fangen kann. Und hier unten auch wieder der Diagonalzug. Und sogar bei dem Problem hier, was für Weiß keine Lösung hat, ist dann die richtige Antwort nochmal ein Diagonalzug auf der ersten Reihe. Ich hoffe, das waren dieses Mal recht kurzweilige Probleme, die ich jetzt hier auch hoffentlich schnell genug abgearbeitet habe. Ja, und dieses Diagonalzug-Motiv lässt sich dann hoffentlich auch mal in euren Partien anwenden. Denn das ja, kommt gar nicht so selten vor. Ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, ein Abo, wie üblich, Kommentare,
ob ihr lieber schwierige Probleme haben wollt, obwohl ihr, also wie gesagt, 10 Kyo oder 15 Kyo seid vielleicht. Für die stärkeren Spieler ist es sowieso eigentlich eher die anderen Serien gedacht. Insgesamt habe ich mir jetzt so vorgenommen, von jeder Kategorie ein Video pro Woche hochzuladen. Die leichten Probleme montags, wenn es klappt. Mittwochs dann die mittelschweren und freitags die etwas kniffligeren. Wenn ihr davon kein Video mehr verpassen wollt, dann ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und aktiviert diese Glocke, damit YouTube euch nerven darf, dass ihr die Videos dann auch guckt, bevor sie schlecht werden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao.